Herzlich willkommen zum Druckhelden VIP Talk hier im Stechert Business- und Tagungszentrum nach dem Heimspiel gegen RB Leipzig, das leider mit 0:1 verloren ging. Neben mir steht unser Torwart Marc Flecken und noch ein relativ neues Gesicht bei der Spielvereinigung, der Direktor Profifußball, Michael Mutzel. Erstmal schön, dass ihr da seid. Wir fangen mit Michael an. War das heute oder was fehlt momentan, um diesen Bock umzustoßen, mal wieder ein Spiel zu gewinnen, vielleicht auch dieses eine dreckige Tor zu machen und dann mit dem 1:0 auf der anderen Seite vom Platz zu gehen? Ich denke, da fehlt ein Ticken Mut und Entschlossenheit auch in den entscheidenden Szenen, dass man sich da auch zutraut, vielleicht mal was Entscheidendes zu machen. Und diese Kleinigkeiten, die da in der Offensive fehlen, die führen dazu, dass man einfach keine Tore schießt. Du bist noch relativ frisch hier beim Kleeblatt. Wie hast du dich eingelebt? Und Direktor Profifußball, was heißt das eigentlich? Für was bist du genau zuständig? Ja, ich bin natürlich für die Kaderplanung im Lizenzbereich zuständig und auch für die Übergänge jetzt U23, U19, das ein ganz wichtiger Bereich ist. Das sind meine Hauptaufgabenbereiche. Eingelebt habe ich mich jetzt nach 2 Wochen noch nicht so ganz, aber ich habe schon viele Gesichter kennengelernt und viele Gespräche geführt. Das wird allerdings sicherlich noch wahrscheinlich sogar ein paar Monate dauern, bis man da sich dann mal wirklich wohlfühlt und alle einfach auch kennt, die da dazugehören zu dem ganzen Club. Aber es sind nette Leute hier, oder? Ja, der erste Eindruck ist eigentlich sehr angenehm, sehr positiv, sowohl von der Mannschaft als auch vom Drumherum. Das einzige Negative sind jetzt halt die Ergebnisse erstmal. Juckt es einen dasselbe nochmal? Ich meine, du bist 35, noch nicht so alt, nochmal die Fußballschuhe zu schnüren und sagen, Mensch. Na, nee, die Zeiten sind vorbei. Ich bin jetzt auch schon, glaube ich, 3 Jahre raus. Das wäre auch keine gute Idee mehr. Man ist dann, wenn man so nah dran ist, ist man natürlich schon wieder dabei und fühlt sich da zurückversetzt, die paar Jahre. Aber helfen würde ich da sicherlich nicht mehr, ne. Ganz kurz, so, weißt du schon was von Goran Cukurlu? Der ist mit dickem Eisbeutel und dickem Knöchel vom Platz gegangen. Weißt du da schon was er hat? Ja, sicher ist es nicht, aber sieht nach einer Bänderverletzung aus. Okay, vielen Dank. Michael Mutzel soweit und ich gebe das Mikrofon einmal nach links weiter zu Marc Flecken. Erste Frage natürlich, wie geht's dir? Marc Flecken hat sich im Sommer den Kreuzbandriss zugezogen. Wie ist der aktuelle Stand? Was kannst du schon wieder machen? Mir geht es auf jeden Fall besser. Wenn ich gut sagen würde, das würde bedeuten, dass ich fit bin, aber so weit bin ich leider noch nicht. Ich bin momentan wieder zum Teil im Torwarttraining zurück mit unserem Torwarttrainer. Viele Läufe für die Kondition, auch pure Krafttraining und Mobilität für das Knie und die Oberschenkel natürlich. Und ich hoffe, dass ich diesen Weg so weitermachen kann. Wann peilst du so dein Comeback an? Was meinst du, wann du wieder auf dem Platz stehen kannst? Es ist schon, mein persönliches Ziel ist schon für die Vorbereitung im Winter und also im Januar. Aber ja. Ja, da drücken wir dir die Daumen für. Noch kurz zum Spiel heute. Hat heute die bessere Mannschaft gewonnen? Nein, finde ich nicht. Es war ein sehr enges Spiel. Wir haben am Ende die klare Chance gehabt, um auf jeden Fall noch das Ausgleich dort zu schießen. Und es war natürlich ein Spiel mit viel langen Bälle, das haben wir gesehen. Und am Ende hat es leider nicht gereicht. Ja, das Quäntchen Glück ist es, das momentan ein bisschen fehlt, oder? Ja, genau. Ja. Ja. Dann ist halt das letzte bisschen, was fehlt. Dann hoffen wir, dass das bald zurückkommt. Dir natürlich weiterhin alles Gute auf dem Weg der Besserung. Dankeschön. Und wir sehen uns schon am Dienstag hier wieder. Dann das nächste Heimspiel, nächste Gelegenheit, 3 Punkte einzufahren gegen den VfL Bochum. Bereits um 17.30 Uhr Anstoß. Und dann bleibt mir Ihnen jetzt noch ein schönes drittes Adventswochenende zu wünschen und natürlich dann auch einen guten Nachhauseweg. Vielen Dank.